da nur von oben. Ja, dann kann man es nur von innen ran. Da oben ist sie, ja. Du Scheiße. Mensch. Das geht in die Annalen. Das geht in die Annalen ein. Megapark. Machst du jetzt auch Pannenhilfe? Ich mache jetzt auch Pannenhilfe, ja. Nicht nur Musikproduktion, sondern eben auch Pannenhilfe. Also man hilft ja, wo man kann. Ne? Das ist ja das zweite Mal, dass Jürgen mit seinem Auto so ein Drama hat. Einmal bricht es durch und dann jetzt... Die Batterie, ja. Heute nur die Batterie. Aber man hilft ja, wo man kann. Ich kenne das von zu Hause, ne? Ja. Maurice, wenn du das so begleitest? Ja, es ist schon anstrengend so. Begleiter zu sein von Jürgen Drews. Aber das Auto wird gleich wieder fahren. Wir haben ja so viele Fachleute hier mit Handys in der Hand, das muss funktionieren. Es ist schwierig, weil es Automatik ist. Ja, warte mal. Ich überlege gerade was. Der hat bestimmt irgendwo Anschlüsse. Ich überlege gerade was. Ob der Wagen vielleicht. Der hat ja eine Wegfahrsperre. Der Wagen vielleicht eine Wegfahrsperre. Hat er wieder zugemacht, Jürgen? Na, viel Spaß. Alex, du bist doch Profi vom ADAC. Ja, hat er keinen Anschluss. Mach mal auf, Alex, hat er keinen Anschluss. Zieh nochmal, Kofferraum. Ja. Achso, ja. Mach nochmal auf, wir gucken mal von hinten rein. Weißt du? Da guck, daneben, da sitzt sie, da hinten. Aber da kommst du nicht dran. Hier neben ist so ein... Volker, machst du die Pannenhilfe? Ja, ich bin heute der neue ADAC. Ja, wir sind die gelben Engel. Die gelben Alex Engel und ich, ja, die gelben und Engel. Alex Mallorca vom ADAC mit dabei hier. Ist auch hier. Komisch, ne? Ja. Aber das ist wichtig. Reihe. Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, guck mal, jetzt kommen wir dran. Ja, hier kommen sie auch dran. So, jetzt haben wir es frei. Also, jetzt ja, können wir so eine Hoppa. Hier, gib mir mal das Kabel. Na los. So, lass mal, Jürgen. Ein Stück dran. Von hier kommen sie auch dran. Rein. Komm von hinten und auch dran, Jürgen. Ja, mach mal lange Arme, er kackt da rein. Ja, bitte, bitte. Lass uns hier lange Arme. Die Brille oben drauf. Ja, nicht aufmachen, ist verdeckt, ja. Nein, wollte ich auch nicht. Aber dass hier keine Arretierung da ist, das ist ja auch so ein Ding, ne? Kann man doch irgendwie bestimmt. Was hast du auf Plus? Ja. Rot ist Plus. Ja. Rot ist Plus. Rot ist immer Plus. Lässt mal laufen vielleicht, Marco? Ja, ich lasse ihn gleich laufen. Geht dir ganz gut? Geht's dir gut? Du siehst ja, der hat den Wagen stehen gehabt bei Airport Parking. Und leider die Batterie nicht abgestellt. Obwohl ich es immer wieder gesagt habe. So, ich brauche mal einen alten Lappen, gerade wenn ich den abheben kann. Was für Tempo da? Der ist sauber, das ist klasse angemacht. Ob das ein Elektroauto ist? Also, zur Scherze bin ich nicht abgelegt, weil ich bin hier hingekommen. Nein, ich bin schon sauer, ich hab einen festen Terminplan. Du erfährst bald wieder und es ist alles wieder glücklich. Ich bin nicht glücklich, wenn man etwas nicht ausführt, was ich gesagt habe. Weil ich habe gesagt, entkoppel bitte die Batterie, man weiß ja nie, muss ich nochmal stellen, Jürgen, wenn du mir dein Handy gibst, dann mache ich ein Foto von der Batterie. Mach das. Soll ich irgendwie abschleppen oder was? Ich brauche den nicht abschleppen. Soll ich die wohin fahren? Ich hole mir eine neue Batterie. Soll ich die wohin fahren? Besorgen die uns hier. Auch nirgends hinfahren, oder? Und wie geht es dir so, außer dass du super Karrieren machst, drei Stück auf Mal? War gute Quote und deswegen sind die anderen, weil die wollen was von uns. So eine schöne Sendung, so eine geile, weißt du, 10 Folgen, Primetime, war die höchste Quote von RTL 2, was ich bisher. Nimm doch mal die Brille ab, dann kann ich wieder sehen, wie du aussiehst. Immer noch so schlank. Hallo. Du hast mich gar nicht erkannt, oder? Ich hab dich schon erkannt.
auf welchem Sender bist denn du da? Auf RTL 2? Derzeit RTL 2, aber mit, morgen Abend wieder Primetime, 7:15 bis 7:10. Du hast immer nur Primetime. Montag. Nee, habe ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Primetime gehabt. Du hast nur Primetime. Ja, ich war nur Nee, aber gut, dann ruf doch mal an, melde dich mal. Ich vor allen Dingen deine Süße. Ja, aber die sind beim Auto. Wo ist sie? Die Runde. Wie kommst du jetzt gerade hierher? Hast du mit dem Zufall gesehen? Nee, wir waren in Pagera zufällig, jetzt sind wir hier zufällig vorbei, habe ich dich gesehen. Ja. Erst hat dein Auto bestrahlt. Was ich verstehen kann. Fotos von China und Bogen. Wenn nicht, hätte ich den links noch. Den Ricardo. Mhm. Komm, wollen wir ein Foto machen? Komm, gehen wir hin. Komm, Stefan. Oh, wie Paul. Läuft das ja. Das ist aber der König, gell? Das ist der König, muss man aufpassen. Ja, genau. Wie, das spielt durch. Ui, jetzt schaut er. Das ist ja ein cooles Foto. Mensch, Meier. Das ist familienbedingt. Wir müssen alle niesen, wenn wir eine Sonne gucken. Paul, jetzt guck mal bitte. Wenn er in die Sonne guckt, muss er immer niesen. Das ist ja ein Knaller. Ja, Hammer. So was gibt es. Ja, ja. Blauauge, sehr wachsam. Ist das dein Sohn oder was? Das ist mein Sohn, ja. Ah, ja. Das ist zum ersten Mal mit auf Male. Wir sind geschäftlich als Luft hier, weil sie auch Sängerin ihr gehört, ist. Ihr gehört zusammen auf, die Musik kann ich für genau. Heute, ich stehe gerade mit Michael hier, eine Batterie. Fotos von China. Wir sehen uns morgen auch wieder. Ja, ja, ich komme hier mal kurz vorbei, weil mehr kann ich auch nicht machen. Ich habe mal eine Frage. Wie schafft man das? Ich bin ja gerade eben über 20, wenn ich das mal so nett sagen darf. Je älter man wird, desto weniger will man eigentlich machen, mehr Ruhe. Aber wie kann man das schaffen? Die Leistung, die du bringst, die würde ich nicht schaffen. Ich bringe doch gar keine Leistung. Was mache ich denn hier? Ich stehe hier rum. Lass mich begutachten von irgendwem. Nein, wenn dir etwas Spaß... Guck mal nach vorne. Da oben musst du es reinmachen, genau. Dann sind wir bei Gedicht. Wenn du wirklich, wenn du Spaß an irgendwas hast, dann machst du es weiter. Na klar könnte ich aufhören, aber ich mache es nur aus Spaß an der Freude. Ich bin leidenschaftlicher Musikersteller. Ich komponiere für mein Leben gerne Texte. Morgen hin und wieder auch auf, gerne. Morgen beim Opening hier bei Maurice in Santa Ponsa wird es dann auch wieder was Neues zu hören geben? Nein, nicht von mir. Ich habe striktes Verbot zu singen. Außer in der Mega-Arena. Was ich auch verstehe. Ich meine, die haben einen knallharten Vertrag. Und das ist ja auch für die Werbung nicht gut, wenn ich woanders auftrete. Ich kann mich zwar irgendwo sehen lassen, aber auftreten darf ich nicht. Werde ich auch nicht tun. Ich komme vorbei. Ich erzähle Geschichten aus deinem Leben. Ich erzähle Geschichten, das kann aber Maurice besser als ich, der kennt mein Leben besser als ich. Fest. Hast du es fest? Fest. Geil. Wie bist du hinten rangekommen an die Batterie? Ich habe einen langen. Glaube ich dir aufs Wort. Nee, du hast hinten keinen Anschluss, keinen direkten Anschluss für den Strom, nur für Masse. Du musst entweder oben aufmachen, musst durch, oder du musst wirklich hinten reingreifen. Geht aber. Du hast reingeschaut. Aber was mache ich jetzt, um die Batterie aufzuladen? Kann ich die Maschine jetzt... Eine Runde fahren. Nein, es müsste ein Ladegerät geben. Aber wer besorgt einem so etwas? Mich hingestellt und hat den Motor auch nicht ausgemacht. Also er fahren wir gleich weiter, aber er stand sowieso in der zweiten Reihe. Aber wie habt ihr den Wagen überhaupt gestartet? Ihr müsst ihn fremd gestartet haben. Ja, ja. Check das. Ich meine, es ist wurscht. Es ist so, wie es ist. Lamentieren lohnt sich nicht. Bloß macht in Zukunft so, wenn ihr den Wagen wieder hinstellt, auch wenn es nur für eine Woche ist, hinten den Kofferraum aufmachen, einmal den Schalter hinten rummachen und zack, und dann ist abgeschaltet und es passiert nie was. Ne? Alles Liebe. Okay, bis dann und tschüss. Tschüss, tschüss. Gleichfalls. Alten umgebaut in Kreisler Straße. Und da habe ich die Batterie selbst gezogen. Da sitzt die Batterie links unterm Kotflügel vorne. Da musst du den Reifen abbauen
dann musst du die Innenverkleidung abbauen und kommst dann an die Batterie. Die haben zwar einen Anschluss, wenn du überbrücken musst, aber wenn du die Batterie wechseln musst, dann zahlst du 150 für die Batterie und zahlst 180 fürs Wechseln. Die haben doch einen Schuss. Dann musst du doch alles, wenn du das selbst machst, dann gute Nacht, Maria. Ja. Ich kenne das hinterm Rücksitz. Ja, die sind unterm wirklich. Du musst Reifen abbauen, Kotflügel abbauen, alles. Deswegen sage ich, das geht noch, das ist alles okay. Denkst du, hast überhaupt keine Batterie? Ja, früher beim 190er, da war es unterm Rücksitz, ja. Da war es kein Thema. Oder ja gut, da musst du auch suchen. Guckst du erst mal vorne. Den Wagen jetzt übrigens, den wir fragen, funktionieren lassen. Ich habe einen gehabt, ich habe den gleich nochmal. Opel Corsa 43 aus dem Buch. Vor der Säcke ist dann La Quattro Planta. Gehst du rein, schieb ich durch? Jo. Du hältst fest? Ich halt fest. Schrauben erst den Minuspol drauf. Da musst du dich nicht so verhetzen da hinten. Ja, wie gesagt, von der Anbringung her ist das gleiche. Na gut, dann ist egal. Was schmeckt das? Okay. Alles noch erlebt. Wird das langweilig bei dir? Ach, darauf kann ich jetzt verzichten, weißt du das? Gut, dass ich Ramona nicht mit hat. Sei froh, dass du früh losgefahren bist, dass du immer zeitig dran bist. Halt auf. Wenn dir jetzt so um halb sieben wäre knapp gewesen oder um sechs. Gib mal deinen Namen. Alex. Ja, gut, warte mal. Oder? Hast du? Ja. Alex, ich bin oder Alex Mallorca in Facebook drin. Kannst du auch da drin. Du hast bestimmt auch einen Nachnamen, ja, oder? Schreiber Jeske, J-E-S-K-E. J-E-S-K-E. Gut. So. Du machst, unter Malle. Ich schaue lieber hier. Wohnst du hier oben? Hier ja, in Pagera. In Pagera. Ja, bin gleich da. Ein paar Minuten, Peter. Gut. Tasche ist noch drin. So, da war. Ja, dann, ihr macht das mit Maurice. Genau, ja. Ja. Ich hab gesagt, ich sollte jetzt nur fix, eigentlich der Mechaniker sollte kommen und die Batterie schnell wechseln. Gut, hat er sich geglaubt, konnte ich jetzt Gott sei Dank dann fix machen. Perfekt. Dann sag ich vielen, vielen Dank auch. Kein Problem. Wenn ich dürfte, ein Foto für meine so letzte Schwester schicken. Kannst du auch zwei machen. Wo kommst du her? Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich. Ach nee, woher da? Anklam. Ich habe in Greifswald zuletzt gelebt. Ich kenne Anklam, ich kenne Greifswald, ich kenne das alles. Ja. Von da kommt die Sonne, machen wir jetzt gleich Foto. Foto. Wer kann? Machst du? Ja. Ich habe meine Maske gar nicht, wie ich immer sagt im Fernsehen. Tschüss. Wunderbar. Auf alle Fälle siehst du, wie der Drehswinkel hier aussieht. So sieht er aus. Ja, aber ich war ja schon als Dankeschön. Kind Fan. Nein. Also, okay. Ich bin stolz. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Und ihr meldet euch. Bei dir bedanke ich mich außerordentlich. Gerne. Ich hoffe, dass wir uns auch mal wiedersehen. Du hast meine Nummer. Spätestens morgen sehen wir uns wieder. Du hast meine Nummer über Maurice kriegst mich auf. Morgen bist ihr da. Morgen bin ich kurz da. Ich habe ganz viele Frauen. Ich war zweimal von Bagera Frauen, alle zu dir, die wollen alle sehen. Ja, ja. Boah, ändern. Verstehe ich zwar alles nicht, aber wie auch immer. Naja. Ja. Das kann man mal mitnehmen. Wenn die alle wissen, wie einfach ich da bin, wäre ich auch längst weg. Wenn die Frauen alle wissen, wie einfach ich da bin, wäre ich auch längst weg. Viel Spaß. So, dann ich sagen wir mal tschüss. Ja. Bis morgen. Vielen Dank auch, wir sehen uns morgen. Ja. Vielen Dank, liebe Frau. Gerne. Für die, wir machen auch. Nein, Ihnen gebe ich die Hand. Ja. Und bis morgen. Was bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Ja. Teil 2. Also alles Liebe. Tschüss, tschüss. Ciao. Danke dir. Kein jetzt Problem. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ist der hinten noch? Ja, hinten war zu.
Die ist jetzt zu, ja. Alles okay. Ich weiß erst, wo in der Werkstatt ist. Da hat mir einer falsch zugemacht, das sehe ich. Das. Oder warte mal. Ja. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ja.